Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge hier in City Skylines. Diesmal habe ich mir eine Stadt aus dem Steam Workshop runtergeladen und ausgesucht. An sich ist das eine wirklich schöne Stadt, wir können uns die auch mal anschauen, allerdings sind die meisten Gebäude jetzt hier verlassen und runtergekommen. Aber hier stehen ein paar schöne Gebäude. Das hier ist natürlich auch ganz gut gelöst. Wenn man sich das mal anschaut, die ganzen Abwasser der Stadt laufen hier rein und erhöhen so den Wasserstand, dass der Damm hier wirklich gut funktioniert. Der liegt hier bei 336 Megawatt. Das ist schon echt ordentlich. Ich finde allerdings, für eine Stadt dieser Größe gibt es hier relativ wenig Industriegebiet, aber da es keinen Bedarf gibt, scheint es hier ausreichend zu sein. Wenn wir mal schauen, wir haben hier in diesen Stadtteilen überwiegend Büroflächen und Wohngebiete. Dann haben wir hier einmal ein Industriegebiet und hier oben noch ein weiteres. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Vielleicht können wir die Stadt ja auch wieder hinbekommen. Ich werde das Ganze mal pausieren. Dann schauen wir uns als erstes den Verkehr an. Der liegt jetzt aktuell bei 23%. Okay, hier ist auch alles verstopft. Wenn wir uns das mal anschauen. Der Verkehr ist eigentlich nur in diesem Stadtteil recht schlimm. Die anderen Stadtteile sind eigentlich in Ordnung, will ich behaupten. Aber wenn hier nichts funktioniert, wirkt sich das natürlich auch auf die anderen Stadtteile aus. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Am besten auch direkt hier in dem schlimmen Stadtteil. Wir werden das jetzt wieder so machen. Wir suchen uns eine Stelle aus und dann werden wir die verfolgen und schauen einfach mal, wo der Verkehr langläuft. Okay, als erstes werden wir die Stromverbindung hier korrigieren, denn hier scheint keine Stromverbindung zu sein. Dann kommt noch dazu, hier sind zwei nebeneinander und wie man sieht, wird nur diese eine hier genutzt. Aber wir lassen diesen hier trotzdem einfach mal stehen. Okay, dann fangen wir mit dem Kreisverkehr hier einfach mal an. Normalerweise würde ich sagen, das sieht ganz gut aus, aber ich finde doch, dass hier zu viele Verbindungen reinkommen. Wir schauen erstmal, ob der Kreisverkehr richtig eingestellt ist. Das Ganze machen wir wieder mit dem Traffic Manager. Hier haben wir das Tool für die Vorfahrtsschilder. Das können wir auswählen, im Kreisverkehr einfach die Shift-Taste gedrückt halten und klicken. Dadurch hat der ganze Kreisverkehr Vorfahrt bekommen und alle Fahrzeuge, die in den Kreisverkehr wollen, müssen Vorfahrt achten. Der Kreisverkehr scheint soweit richtig eingerichtet zu sein. Dann schauen wir uns das mal an. Und diesen Kreisverkehr werde ich einfach mal vergrößern, der scheint ein bisschen klein. Dann müssen wir den Kreisverkehr natürlich auch wieder neu einrichten. Für die Fußgänger gibt es ja hier diese Brücke, deswegen habe ich hier für die Vergrößerung direkt die Autobahn genommen. Auf dieser Seite haben wir natürlich das Problem, hier steht einmal der Weltraumlift und hier steht noch einmal das Startgelände. Das sind natürlich Touristenmagneten und die werden den Verkehr natürlich sehr beeinflussen. Und hier wird eine sechsspurige zu einer zweispurigen Straße, das ist natürlich auch nicht von Vorteil. Das können wir vielleicht mal als erstes korrigieren. Und aus diesen hier werden wir auch eine vierspurige Straße machen. Und mit dem Traffic Manager, wenn wir hier die Richtungspfeile auswählen, auf die Kreuzung fahren und dann Steuerung gedrückt halten und dann einmal klicken, dann sieht man, dass die Spuren für jede Richtung einen einzelnen Pfeil bekommen. Okay, dann können wir das vielleicht schon mal laufen lassen und uns das anschauen. Das Ganze hat natürlich noch nicht viel gebracht. Wir haben hier auch an jeder Kreuzung Ampeln, die hier zum Beispiel gar nichts bringen. Und hier an jeder Kreuzung ebenfalls.
Ich werde die ganzen Ampeln jetzt mal aus der ganzen Stadt entfernen und zwar mit folgendem Trick. Einfach in den Optionen vom Traffic Manager, hier oben unter Wartung, entferne alle vorhandenen Ampeln auswählen, bestätigen und dann sind alle Ampeln verschwunden. Jetzt lasse ich das nochmal laufen, damit die ganzen Fahrzeuge hier rauskommen und sich hier hinten der Stau schon mal löst. Okay, und hier, wie man sieht, verteilen sich die Autos auch sehr viel besser. Das Ganze löst sich jetzt auch langsam. Okay, dann verfolgen wir mal diese Spur und schauen, wo dieser Stau landet. Hier können wir das Ganze erstmal von den Spuren her richtig leiten. Als erstes hier wieder mit dem Traffic Manager und den Richtungspfeilen. Einfach hier mit der Maus über die Kreuzung fahren, Steuerung gedrückt halten und klicken. Dann bekommt hier erstmal jeder seine eigene Spur und dann werden wir den Rest noch so zuweisen. Auf dieser Straße haben die nachher noch genug Zeit, die Spur zu wechseln, deswegen werden wir das hier festlegen. Und jeder bekommt wieder seine eigene Spur. Okay, und hier können die dann wieder die Spur wechseln. Dann geht's hier lang weiter. Wenn wir hier schon eine sechsspurige Straße haben, dann können wir das auch mit den Pfeilen richtig einstellen. Und wie man hier schön sieht, bekommt jede Spur seine eigene Richtung. Okay, dann können wir das einfach mal wieder laufen lassen. Das machen wir dann hier auf dieser Seite auch einmal. Und wenn man mal hier auf die Pfeile achtet, sieht man genau, was passiert. Jede Spur bekommt seinen eigenen Pfeil. Okay, der ganze Stau geht dann hier weiter. Geht dann auch hier immer weiter. Hier in den Kreuzungen werden wir das dann auch nochmal einrichten. Wir sind den ganzen Stau jetzt mal lang gefahren und der endet jetzt wieder hier. Dann schauen wir jetzt, dass wir diese Stelle korrigieren, dann sollte sich der ganze Stau auch wieder lösen. Okay, damit das Ganze jetzt hier flüssiger läuft, werden wir den Ganzen wieder die Spuren vorgeben. Und hier bekommt auch wieder jeder seine eigene Spur. Okay, und die sollen sich direkt hier entscheiden, welche Spur die nehmen. Dann lassen wir das jetzt nochmal laufen und schauen, ob das was gebracht hat. Okay, hier scheint das ja erstmal ganz gut geklappt zu haben. Die suchen sich hier nämlich die richtige Spur schon aus. Okay, wie man sieht, das hier bewegt sich jetzt, aber wir haben natürlich immer noch einen ordentlichen Rückstau. Das Ganze muss ich natürlich hier erstmal lösen. Wir sind immer noch bei 24%. Ich denke, das war's dann für diese Folge. Dann machen wir einfach in der nächsten weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch gerne einen Like oder einen Kommentar. Und gerne abonniert auch den Kanal. So, dann sage ich einfach mal bis morgen. Und ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Joe.